Hallo und herzlich willkommen zum Samsung Mobile Business Summit 2022. Unser heutiges Thema ist der digitale Arbeitsplatz im Jahre 2022. Und mein Name ist Daniel Stanic und heute mit mir gleich zu Beginn unser Director B2B, Tunçay Sandıkçı. Hallo Tunçay. Hallo Daniel, denn es zählt dann am Ende des Tages natürlich die Leistung und nicht die Stunden, die man vom Monitor sitzt. Richtig. Wie hat sich der Arbeitsplatz bislang verändert und wie wird er sich noch verändern und welche Tools haben uns hierbei geholfen? Was ich festgestellt habe, ist natürlich, wenn man eine längere Zeit im Homeoffice arbeitet, dass man sich auch Gedanken macht, wie man noch besser wird in der Kommunikation und noch produktiver wird. Mittlerweile natürlich ist es zu Hause, sieht es aus wie im Tonstudio. Richtig. Bei vielen anderen auch, bei dir ja auch genau, mittlerweile. Genau. Das heißt, man hat natürlich dort die Produktivität erheblich steigern können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch mehr Flexibilität gewonnen dadurch. Absolut. Weil das Equipment steht, es funktioniert, es ist eingespielt, die Tools sind mittlerweile, sag mal, etabliert im wahrsten Sinne. Und von daher ist das Setup mittlerweile, ich würde sagen, sehr professionell in vielen Bereichen. Hochwertige Smartphones machen einfach Spaß und produktiv. Und das möchten wir gerne fordern. Das hier ist mein Geldautomat, das hier ist meine Alarmanlage zu Hause, das hier steuert mein Smart Home, das hier steuert mein Fahrzeug. Wie können wir das Smartphone revolutionieren und tatsächlich einfach die Leute produktiver gestalten? Heutzutage ist es auch so, das Smartphone ist ja meist fast wichtiger als die Geldbörse selbst, auch wenn ich hier Bargeld drin habe oder meine Kreditkarten und meinen Ausweis. Aber das habe ich auch oft digital schon vorliegen. Ich kann am Handy bezahlen, ich kann meine Kreditkarten hinterlegen, mein PayPal-Konto. Wir haben ja ein Stück Erfolgsgeschichte geschrieben, muss man ganz klar sagen. Was wir in den letzten 2 Jahren an Online-Events umgesetzt haben, war ein Riesenerfolg. Wenn man jetzt Millionen von Menschen gegenüber von Tausenden von Menschen an irgendwas forschen lässt, dann hat man einfach bei einem offenen System immer die sichere Variante, weil eben Lücken schneller gefunden werden und auch mehrere Lösungen auch kombiniert werden können. Das ist Dank an alle, die heute mit dran teilgenommen haben. Absolut. Es war eine fantastische Crew hier, trotz den Corona-Bestimmungen aktiv. Wir haben alle Regelungen eingehalten, sind alle getestet und an dieser Stelle auch wirklich ein riesen Dankeschön an alle Mitwirkenden, dass es alles so wunderbar geklappt hat. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie konnten etwas mitnehmen für sich. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Vielen Dank. Und bis bald. Bis bald.